wieder aufzeichnen. Die Aufzeichnung läuft und ich starte mal Bildschirmübertragung. Ja, wir sind jetzt angekommen, nachdem wir aufgehalten haben mit dem Konzept der endlichen Automaten und regulären Sprachen. Wir haben uns damit in kontextfreien Sprachen beschäftigt, kontextfreie Grammatik sagen, schon bei dem ersten Übergang von den endlichen Automaten zu den Pushdown-Automaten, das, was wir einfach mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu speichern. Wir hatten bei den endlichen Automaten, haben wir, dass wir uns Zustände merken können, eine endliche Anzahl von Zuständen. Die Zustände des Automaten beim Pushdown-Automat Zustände merken, aber wir haben auch noch einen weiteren Speicher eingeführt, nämlich den Kellerspeicher oder Stack, das Zugriffsmuster hat. Das heißt, da können wir nur sozusagen von oben hereinlegen, ja, wie man das Fraktion oben drauf. Und ich kann auch immer nur das oberste Symbol wegnehmen. Ja, das kennen Sie aus Apple oder Stack. Das ist sozusagen das Speichermodell im Pushdown-Automat ein bisschen. Das betrifft einmal die Möglichkeit, wie ich die Eingabe lesen kann. Wir hatten bei den endlichen Automaten und eben an den Pushdown-Automaten, ja, da gucke ich noch einmal ganz kurz drauf. Nehmen wir mal den Pushdown-Automaten. Eingabe. Größer. Ich habe hier die Eingabe, die kann ich tun. Ich habe eine gewisse Menge von Zuständen und habe dann halt diesen Speicher. Ich kann nicht sozusagen einmal von links nach rechts lesen. Und das ist einer der Punkte, der sich jetzt ändern wird, ist die sogenannte Turing-Maschine. Turing-Maschine entwickelt von Alan Turing in den drei. Insofern ein ganz wichtiges Modell, als weil da versucht, der Begriff der Berechenbarkeit, was kann ich eigentlich mit einem Computer überhaupt lösen wird. Und eine Aussage ist, das kann ich auch gleich schon mal gucken, im späteren Kapitel 7, da werden Sie sowas finden, das nennt sich dann die nämlich besagt, alles, was wir unter dem Begriff der Berechenbarkeit von einer Turing-Maschine machen kann. Also es ist dahingehend sozusagen das mächtigste, ja, und dann werden Sie vielleicht gleich staunen, wie einfach dieses Modell eigentlich ist. Ja, und im Modell vorgestellt worden, und aber nichtsdestotrotz, das Modell der Turing-Maschine ist eigentlich, oder anders ausgedrückt, wenn ich irgendwie, sage ich mal, die Grenzen des mit einem Rechner möglichen, mit Hilfe dieses Modells mache. Ja, und das ist das, was uns jetzt quasi den Rest der Veranstaltung beschreibt, Modell der Turing-Maschine. Und das klingt jetzt erstmal fürchterlich mächtig, wenn man sich überlegt, wie mächtig, was die eigentlich alles berechnen können, wenn sie dann irgendwelche Ausflüge in die Künste werden. Ja, aber letztendlich, sagen wir so rein von dem theoretischen Standpunkt her, grundsätzlich nicht mehr als das, was man mit einer Turing-Maschine machen kann. Das gucken wir uns jetzt in Automaten auch gemacht haben, dass wir da unterschiedliche Konzepte gehabt haben. Wir hatten das Konzept des nicht-deterministischen endlichen Automaten, hatten auch diesen Epsilon-Automaten zwischen Modell starten. Das ist die deterministische, das ist auch ein Überblick. Und wir werden uns dann auch noch weitere Varianten von auf den ersten Blick erstmal vergrößern, erweitern. Dass diese Modelle, die hier aufgeführt sind, ich führe was ein mit einer modifizierten Übergangsfunktion, mit mehreren Nicht-Determinismus führen wir hier ein bei Turing-Maschinen. Ja, auch die werden sich alle heraus, deterministische Turing-Maschine. Ich nenne sie auch häufig Standard-Turing-Maschine. Man sieht erstmal formal, sind die ähnlich beschrieben. In diesem Fall haben wir ein Viertuppel. Ja, wir beschreiben oder definieren eine Turing-Maschine einfach als eine Menge von dem, was wir auch bei endlichen Automaten haben, eine endliche Menge von Zuständen. Wir werden rechnen, H steht für Haltezustand. Ja, und in dieser Zustandsmenge kommt die. Dann haben wir ein endliches Alphabet. Ist genauso wie bei endlichen Automaten. Wir haben drei Sonderzeichen, die wir benötigen, um die Arbeitsweise einer Turing-Maschine zu beschreiben. L, R und hier die Raute oder das Blank, für das die Maschine wieder zurückgehen kann, also einen Schritt nach links gehen kann. R steht für die Möglichkeit zu den übrigen Automatenkonzepten, die wir bislang hatten. Diese Maschine ist jetzt in der Lage, die Eingaben aber auch wieder zurückgehen. Also das ist jetzt ein Unterschied. Und da fällt dann gleich sofort, dass es nämlich passieren kann, dass wir quasi in einer Schleife nach rechts können und insofern im Grunde niemals anhalten können. Ja, das können wir auch prinzipiell mit so einer Turing-Maschine machen. Und auch bei Pushdown-Automaten ist es ja bedingt möglich, aber bei endlichen Einzeichen der Eingabe lese. Bei Pushdown-Automaten ist es ein ganz klein bisschen anders, weil ich muss. Ja, aber irgendwann, dann muss ich ein Zeichen vom Stack lesen, auch der ist irgendwie endlich und ist hier anders. Ja, und da sieht man, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie funktioniert denn so eine Übergangsfunktion, die wählen auch den aktuellen Zustand und dann wird das aktuelle Zeichen der Eingabe, was gerade, man nennt das dann den Schreiblesekopf, ja, die aktuelle Position auf dem Bandstand oder in diesen Sonderzustand H, da können Sie sich einfach merken, dass das drin ist, was damit gemacht wird. Die Maschine hält nämlich an. Und dann sozusagen ein Kreuzprodukt mit den endlichen Automaten oder die Möglichkeit nach L oder R zu gehen. Wenn wir beispielsweise in dieser Situation sind, wir sind beispielsweise in einem Zustand Q, lesen ein aktuelles Zustand und gehen, der jetzt nicht H ist, sondern in einen Folgezustand
und haben im Übergang ein L stehen, dann würde das bedeuten, dass der Kopf um eine Position nach links bewegt wird. Ja, dann gehe ich eine Position nach rechts. Und jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit geben. Ja, das meint dann, dass wir jetzt nicht nur vom Band lesen können, sondern dass wir haben, der hier, wenn wir ein A gelesen haben, da sozusagen ein B steht, in dem Fall das B, schreiben. Ja, das heißt, man kann die Eingabe nicht nur lesen, man kann sie dann auch wieder zurückgehen, man kann auch stetig hin und her laufen. Ja, und in dem Standardmodell, und das Strich, ja, nach links gibt es ein Ende, nach rechts sind Pünktchen angedeutet. Das heißt, Ausgabeband beschrieben, dieses Ein- und Ausgabeband, das ist zur einen Seite halt unendlich. Ja, das heißt, ich kann nicht beliebig nach links laufen, aber ich kann beliebig nach rechts laufen. Und insofern, wenn Sie in der Literatur gucken und beispielsweise im Werk ist, da ist die Übergangsfunktion ein bisschen anders beschrieben, dass man immer nach links oder rechts gehen muss und dann gleichzeitig schreiben. Sonst kann man entweder nach links oder nach rechts gehen oder ein Zeichen schreiben. Ja, eins, da ist dann dargestellt, dass diese beiden Turing-Maschinen von ihrer Bedeutung bekämpft. Ja? Nur nicht, dass Sie sich wundern, wenn Sie mal ein anderes Buch aufschlagen oder Turing-Maschine im Detail definiert, ja, und weil dann ansonsten halt im Detail vielleicht manche Sachen. Genau, hier ist die Arbeitsweise nochmal beschrieben. Die Arbeitsweise wird dann hier im Rahmen quasi den aktuellen Zustand einer Turing-Maschine. Ja, da brauche ich im Prinzip den Band. Wo ist die aktuelle Kopfposition? Das ist irgendwie wichtig. Das ist mal beschrieben. Ja, und hier ist auch beschrieben, wie funktioniert eigentlich so ein Rechenschritt, Nachfolgekonfiguration. Ja, und dann sind hier die unterschiedlichen Fälle beschrieben. Eigentlich das, was ich gerade schon sozusagen in dem Übergang habe. Oder wenn ich hier im Detail formal beschrieben, wie sich dann diese Turing-Maschine verhält. Entschuldigung. Genau. Dann muss man sich jetzt irgendwie überlegen, das wird eine wichtige Rolle spielen. Sie sehen, wir haben hier jetzt nicht mehr, naja, bei den endlichen Automaten, da hatten wir die Situation, dass wir gesagt haben, ein endlicher Automat akzeptiert genau dann. Ja, oder bezogen auf den Graphen, wenn wir einen Weg durch diesen Graphen finden. Form schon gegeben in dieser Definition, da gibt es keine finalen Zustände. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wann ist denn eigentlich sozusagen der Rechtbild dieser Sonderzustand H eine gewisse Rolle? Ja, und das machen uns nämlich, ich melde mich sofort, die Turing-Maschine hält an, oder sagen wir so, jetzt sehe ich gerade, da sind Fragen, können Sie etwas reinzoomen? Ich glaube, Sie hören uns. Das wäre ganz hilfreich, wenn irgendjemand mal den scheint, dann müssen wir jetzt irgendjemand ausgucken, der dann einfach... Sie uns denn? Muss ich das Fenster ein bisschen größer machen? Können Sie das jetzt besser erkennen? Ich höre nicht. Aber Sie hören uns nicht. Warum höre ich Sie denn nicht? Sie reagieren nicht auf Einrufen. Sorry. Ja, haben Sie denn auch alle Ihr Mikro an? Kann denn mehr? Sekunde. Also, wir hatten nicht definiert hier in diesem Zusammenhang finale oder Endzustände. Das heißt, das muss man jetzt anders regeln. Und wie ich gerade schon erläutert habe, dafür dient genau dieser Zustand H. H steht für Haltezustand. Und zunächst mal sagen wir, dass die Maschine, wenn sie den Haltezustand erreicht, ja, dass sie einfach anhält. Ja, das werden wir später damit verknüpfen, dass die Maschine eine Eingabe akzeptiert. Ja, den Begriff der Akzeptanz hatten wir ja vorher schon. Wir hatten von Automaten gesprochen, die bestimmte Sprachen akzeptieren. Das wird jetzt ähnlich sein. Das ist so der Sinn einer positiven Verarbeitung, ja, dass die Eingabe akzeptiert wird. Das wird im Zusammenhang mit den Turing-Maschinen der Fall sein, wenn die Maschine anhält. Und dann haben wir noch den Fall, dass die Maschine einfach hängen bleibt. Das ist hier definiert in 613, die Maschine hängt. Genau dann, wenn wir sozusagen am linken Bandende, wir haben gesagt, links gibt es ein Bandende, und wenn wir dann noch einen Schritt nach links gehen. Ja, das ist sozusagen hier, das ist die Konfiguration. Wir haben die Konfiguration, wo der Schreiblesekopf auf diesem A steht. Das ist sozusagen die Beschreibung des gesamten Eingabebandes WAU. Ja, und in dem Fall, wo das W Epsilon ist, das heißt, links von dem aktuellen Schreiblesekopf steht kein weiteres Zeichen. Und wenn wir dann aber nach links gehen, ja, sozusagen versuchen, über das linke Bandende hinauszugehen, dann sagen wir, die Maschine hängt sich auf. Ja? Ist erstmal nicht kompliziert und ist, denke ich, auch irgendwie ganz intuitiv. Ja, wir laufen da sozusagen vor einer Wand und dann sind wir erstmal ausgenockt. Okay, dann ist hier im Prinzip die Rechnung einer Maschine beschrieben. Das ist einfach eine Folge von Konfigurationen, wo ich dann einfach erlaubte Übergänge mache und wo der letzte Zustand der Haltezustand ist. Ja, wenn ich also sozusagen hier diese Konfiguration CN
wenn ich eine Folge von Konfigurationen C0, C1 bis CN habe, ja, und wenn die letzte Konfiguration CN als Zustand den Haltezustand eingenommen hat, dann sagen wir, dann hält die Rechnung. So, und hier ist sozusagen jetzt rein formal erstmal beschrieben, alles das, was wir bei so einer Turing-Maschine brauchen, die Menge der Zustände, die Menge der Zeichen, Symbole, dann die Übergangsfunktion, der Startzustand, hatte ich eben noch gar nicht gesagt, natürlich braucht man einen Startzustand. Und hier ist im Prinzip die Übergangsfunktion einfach angegeben durch Auflistung der Möglichkeiten. Wir haben zwei Zustände, Q0, Q1, Q0 sozusagen. Und dann für jedes Zeichen der Eingabe, ja, haben wir jeden möglichen Übergang angegeben. Ja, wenn wir im Zustand Q0 sind und die Raute, oder das wird bei uns die Rolle des Blanks spielen, im Prinzip eine Leerstelle, gehen wir über in den Zustand Q1 und gehen dann einen Schritt nach links. Oder hier beispielsweise, nehmen wir mal das hier, wenn wir im Zustand Q1 sind und ein A lesen, dann bleiben wir im Zustand Q1, überschreiben das aktuelle A, aber was wir gerade gelesen haben, durch ein B. Ja, und eine Rechnung würde dann beispielsweise so aussehen. Ja, als Startkonfiguration beschreibe ich meistens immer diese Situation. Ich habe eine Eingabe. Das sind sozusagen alle Zeichen, die von diesem Blank verschieden sind. Und der Schreiblesekopf steht rechts von der Eingabe. So starte ich meistens. Aber auch das ist nur einfach Sache von der Definition. Ja, ich mache das meistens so. Dieser Unterstrich gibt gerade die aktuelle Position an. Ja, und dann gehen wir einfach mal durch, was passiert hier. Wir gucken uns jetzt einfach an. Wir sind im Zustand Q0, haben als aktuelles Zeichen die Raute. Was müssen wir machen? Wir gehen über in den Zustand Q1, gehen einen Schritt nach links. Ja, und hier führe ich jetzt im Prinzip die Rechnung durch. Ich wechsle den Zustand, gehe einen Schritt nach links. Gedanklich muss man sich vorstellen, das, was ich hatte ja gesagt, das Eingabeband, das ist im Prinzip beliebig lang. Man könnte jetzt auch noch beliebig viele Blanks oder Rauten hier rechts hinterhängen. Das macht noch keinen Sinn. Ja, also wenn da beliebig viele Blanks dahinter stehen, lasse ich die natürlich weg. Ja, oder wie hier jetzt sozusagen bei diesem Übergang, lasse ich sozusagen auch alles das weg, was rechts von dem B steht, weil wenn da nichts angegeben ist, kann ich davon ausgehen, dann stehen da nur Blanks. Ja? Dann muss ich das einfach hier weglassen. So, dann gucke ich mir wieder an. Ich bin im Zustand Q1, habe einen B. Was muss ich machen? Naja, ich bleibe in Q1, gehe einen Schritt nach links. Bin ich hier. Q1, ein A. Was muss ich machen? Ich bleibe in Q1 und ersetze das A durch ein B. Das heißt, dieses A wird ersetzt durch ein B. Ich bleibe an dieser Stelle. Ja, und das hatten wir jetzt schon eben Q1, B. Wir laufen einfach nach links. Ja, wenn jetzt hier ein paar B kommen, überlaufen wir die. Gehen hier hin, gehen hier hin, gehen hier hin. Kommen dann hier an dieser Stelle an, ersetzen dieses A wieder, wir sind ja nach wie vor im Zustand Q1, durch einen B, das heißt, wir haben hier das B, laufen wieder nach links, sind auf diesem Blank angekommen, jetzt müssen wir mal hier nachgucken, Q1 Blank, was müssen wir machen? Wir gehen über in den Haltzustand und schreiben einfach dieses Blank nochmal hin und sind quasi fertig. Und das ist einfach jetzt Demonstration einer Rechnung, nichts Spektakuläres. Ja, aber hier sehen Sie, wir können jetzt im Prinzip nicht nur von links nach rechts lesen, wir können auch nach links zurücklaufen. Ja, und in diesem Fall werden einfach alle Vorkommen von A werden durch B ersetzt, sonst macht diese Maschine nichts. Okay, ja, hier nochmal ein anderes Beispiel, da gehe ich jetzt mal nicht durch. Das können Sie vielleicht einfach mal durchgehen. Das ist eine Maschine, eine Turing-Maschine, die Sprache A hoch N, B hoch N erkennt. Ja, die kennen wir schon, A hoch N, B hoch N, das ist eine Sprache, die ist kontextfrei, die können wir mit einer kontextfreien Grammatik beschreiben, wir können die auch mit einem Push-Down-Automaten erkennen, aber alle Modelle, die wir jetzt bislang gehabt haben, ja, die können auch von einer Turing-Maschine quasi durchgeführt werden. Ja, also im Sinne von unserer Chomsky-Hierarchie, gehe ich vielleicht mal ganz kurz hin. Wir hatten ja hier diese Chomsky-Hierarchie. Das Ding, das habe ich schon ein paar Mal angemalt.
Ja, hier L3, L2, L1, L0, L. Ja, wir hatten hier L3, das waren unsere deterministischen Automaten, Pushdown-Automaten. Und die Turing-Maschinen, wir überspringen jetzt quasi L1 und gehen direkt zu L0 über. Die Turing-Maschinen werden mit der Sprachklasse L0 zusammenfallen. Und sozusagen aus diesem Enthaltensein, ja, dieser Teilmengenbeziehung, können wir daraus auch schließen, ja, alles, was wir mit den Maschinen hier machen können, im L3 und L2, werden wir auch mit der Turing-Maschine machen können. Ja, darum ist es jetzt nicht verwunderlich, dass wir die Turing-Maschine auch einsetzen können, um beispielsweise so eine Sprache, die in der Sprachklasse L2 liegt, um die auch erkennen zu können. Ja. Die ist hier entwickelt worden. Hier ist im Prinzip beschrieben worden, wie sozusagen so Anweisungsblöcke, wofür die im Prinzip zuständig sind. Genau, da ist ja ein bisschen, also das ist jetzt ein bisschen trickreich, weil man da ja wirklich zählen muss. Da muss man zählen, wie viele A's gibt es in dem Wort, sind das auch passende B's? Ja, da können Sie sich vielleicht erstmal unabhängig davon überlegen, wie das überhaupt funktionieren kann. Ja, weil wir haben jetzt wirklich nur das zur Verfügung, was wir gerade gehabt haben. Ja, wir können im Prinzip beliebig durch das Band laufen. Ja, und da muss man mal überlegen, wie man das vielleicht irgendwie hinkriegt. Ja. Genau, weil das kann ja beliebig groß werden. Ich habe jetzt nicht beliebig viele Zustände zur Verfügung. Sozusagen, ich kann mir diese Anzahl der A's nicht über einen Zustand merken. Das wird nicht hinhauen. Das hat ja auch bei den endlichen Automaten nicht hingehauen. Ja, ich habe auch jetzt nicht so ein separaten anderen ausgewiesenen Speicherbereich, wie das bei den Pushdown-Automaten der Fall ist, sondern ich habe nur dieses eine Eingabeband zur Verfügung. Ja? Und da muss man sich erstmal überlegen, wie kann ich das denn konzeptionell überhaupt lösen? Ja, und was man beispielsweise machen kann, ist, dass man im Prinzip beim Lesen der Eingabe quasi die Zeichen irgendwie durch Zwischenzeichen ersetzt. Oder überschreibt, ja, und dann irgendwie überlegt, naja, sozusagen für jedes überschriebene A beispielsweise oder für jedes identifizierte A muss ich dann einmal wieder nach rechts laufen, um dann auch ein entsprechendes B zu finden. Ja, wenn ich das B sozusagen erkannt habe, dann muss ich wieder zurücklaufen, mir das nächste A holen, wieder zurücklaufen und so weiter und so fort. Das heißt, also ein ständiges Hin- und Herlaufen, und das ist halt mit Hilfe hier von 4 Blöcken realisiert, die halt hier sozusagen beschrieben. Und da gibt es halt ein paar Regeln. Sie brauchen insgesamt, was habe ich hier, 5 Zustände, 6 Zustände plus den Haltezustand. Ja, hier ist eine Rechnung mal exemplarisch durchgeführt. Ja, ich überschreibe beispielsweise sozusagen jedes A mit einem großen X. Ja, und dann laufe ich sozusagen, ich gucke erstmal, laufe hier ganz am Anfang, das passiert hier. Ja, das ist sozusagen der erste Block. Dann gehe ich auf das erste A. Dann überschreibe ich das erste A mit einem X, das ist hier. Also sozusagen, ich brauche den Zustand Q0 als Startzustand, den Zustand Q1. Mit dem laufe ich ganz nach links bis zu diesem Blank hier. Wenn ich dann da angekommen bin, dann laufe ich nach rechts, wechsle den Zustand. Das bedeutet sozusagen, jawohl, ich bin jetzt am Anfang von dem Eingabewort. Ich überschreibe das erste A mit einem X. Dann muss ich nach rechts laufen bis zum ersten Y. Das mache ich hier, indem ich den Zustand Q3 verwende. Ja, Q3 ist quasi der Zustand nach rechts bis zum ersten B laufen. Dann überschreibe ich dieses B mit einem Y. Ja, das heißt, ich habe jetzt sozusagen das eine große X. Da habe ich ein passendes B für gefunden. Ja, dann laufe ich wieder zurück. Das mache ich in den Zustand Q4. Überlese sozusagen alle A's, die ich bis dann habe, laufe quasi bis zum X. Wenn ich das X erkannt habe, weiß ich, rechts davon steht entweder ein A oder ein Y. Ja, und wenn ich ein A habe, ersetze ich dieses A auch wieder durch ein X. Ja, dann laufe ich wieder nach rechts, um B zu finden, überschreibe das durch ein Y, das passiert hier. Ja, und das passiert halt so lange, wie ich halt A's und B's da habe. Ja, und irgendwann erkenne ich dann, jawohl, es gibt keine A's mehr.
Ja, und dann darf es am Ende auch kein B mehr geben. Ja, wenn es noch Bs gibt, muss ich einen Fehler quasi ausgeben, beziehungsweise einfach nicht anhalten. Und wenn sozusagen die Anzahl der mit x überschriebenen As übereinstimmt mit der Anzahl der mit y überschriebenen Bs, dann darf ich den Haltezustand übergeben. Ja, das ist quasi so die Idee. Die ist halt hier jetzt in diesen Anweisungsblöcken realisiert. Herr Morisse, wie wird das denn dann am Ende geprüft? Also ob die Anzahl der X mit der Anzahl der Y übereinstimmt? Da muss ich jetzt mal gerade gucken. Das müsste passieren, wenn ich da noch irgendwo ein B lese. Da muss ich gerade mal schauen. Was haben wir hier? Hier ist sozusagen die Eingabe A, dreimal das A, nee, dreimal A, dreimal B, habe ich auch ein negatives Beispiel. Dann bleibt sie, glaube ich, einfach hängen. So, das kommt jetzt also dann dadurch zustande, dass dann ja ein A oder ein B über sein müsste. Dann müsste ein A oder ein B über sein, genau. Dann habe ich entweder keinen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwunderlich. Wir hatten sozusagen bei den deterministischen Automaten haben wir ja immer ein klar definiertes Ergebnis, dass wir sagen, wir sind in einem finalen Zustand oder in einem nicht-finalen Zustand. Das ist hier ein klein bisschen anders. Hier ist sozusagen das Nicht-Akzeptieren dadurch ausgedrückt, dass ich entweder hängen bleibe, sozusagen nach links über das Bandende hinauslaufen möchte, oder dass ich quasi in eine Endlosschleife gerate. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier ist wirklich sozusagen, wenn ich in den Haltezustand gerate oder gelange, dann akzeptiere ich die Eingabe nicht. Da muss ich nur einmal ganz kurz gucken. Block 1. Ja, wenn ich beispielsweise hier in Block 4 ist sozusagen der Zustand, dass ich im Prinzip, wenn ich auf einem Y bin, ganz nach rechts laufe. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise hier hinter das nächste B, also wenn wir jetzt beispielsweise die Eingabe hätten, nehmen wir hier oben das Beispiel, zweimal das A und dreimal das B, dann hätten wir ja sozusagen an dieser Stelle hier, in dem Zustand Q5, dann hätten wir hinter diesem zweiten Y noch ein B. Ja, wir hätten sozusagen diese beiden A durch ein X überschrieben, dazu die passenden Bs gefunden, dann hätten wir hier noch ein B. So, und in dem Zustand Q5, wenn wir dann sozusagen hier sind, dann laufen wir ja, so überlaufen im Zustand Q5 alle Y. Wir gehen Q5, Y, laufen immer nach rechts. Und wenn dann noch ein B steht, dann haben wir einfach überhaupt keine Übergangsmöglichkeit. Das heißt, wir bleiben einfach hängen. Ja, da gibt es keine Übergangsmöglichkeit. Wir sind aber auch nicht im Haltezustand. Und das wird schon ausreichen für die Nichtakzeptanz. Ja, wir haben einfach keine Möglichkeit, da in den Haltezustand zu gehen. Wenn aber die Anzahl gerade passt, dann kommen wir hier sozusagen genau auf das Blank. Das ist hier der Fall. Und dann sagen wir, wenn wir das Blank ganz rechts erreichen, dann gehen wir in den Haltezustand über. Der Fall, dass wir mehr A haben als B, der müsste da abgefangen werden. Da muss ich mal gerade gucken, die Situation mit dem Block 2. Da haben wir mit dem Block 2 sozusagen, da schreiben wir, überschreiben wir das A mit einem X, laufen dann nach rechts über alle X hinweg, die wir dann vielleicht schon haben, auch über alle A's hinweg. Wir durchlaufen, muss ich gerade mal überlegen, Q3b, genau, dann überlaufen wir auch alle Y. Ja, und da kommt beispielsweise der Fall nicht vor, dass wir in Q3 rechts auf das Blank treffen. Auch da würden wir hängen bleiben. Ja. Und dann kann auch der Fall auftreten, dass die beiden nicht in der richtigen Reihenfolge stehen, die A's und B's. Ja, der würde auf die gleiche Art und Weise abgefangen werden. Also das ist jetzt von der sozusagen Akzeptanz, von dem Akzeptanzbegriff ein klein bisschen anders, vielleicht auch ein klein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, wir müssen einfach nur den Haltezustand erreichen. So, ich hatte beim letzten Mal, als wir uns, glaube ich, vor Ort getroffen haben, hatte ich gesagt, naja, wer von Ihnen kann denn Assembler programmieren? Oder wer hat das schon mal gemacht?
Das, was wir hier machen, das ist ja sowas wie Assembler-Programmierung, sage ich mal so auf Meta-Ebene. Ja? Wir programmieren sozusagen die einzelnen Schritte. Das ist jetzt erstmal sehr mühselig. Ne? Aber um sich überhaupt mal mit der Arbeitsweise vertraut zu machen, ist das gar nicht so verkehrt. Ne? Darum gibt es dazu auch irgendwie ein oder zwei Aufgaben, wo man einfach mal sich mental da hineinversetzt, was kann ich denn mit so einer Maschine machen. Wir gucken uns gleich noch zwei grafische Beschreibungsmöglichkeiten an der Turing-Maschine, aber zuvor im Prinzip erstmal noch einen Begriff. Und zwar, wir können ja jetzt auf der Turing-Maschine nicht nur Sprachen quasi erkennen, indem wir eine Eingabe reinpacken und dann sozusagen sagen, jawohl, das akzeptieren wir oder akzeptieren wir nicht, sondern wir können ja jetzt auch ein Ergebnis schreiben. Ja, indem wir einfach die Eingabe überschreiben oder einen Teil des Eingabebandes für eine bestimmte Ausgabe nutzen. Und das führt eigentlich auf die Idee, dass wir jetzt mit dieser Maschine auch rechnen können. Dazu führen wir den Begriff ein einer berechenbaren Funktion. Und wir sagen, dass eine Funktion, und wir gehen jetzt davon aus, hier unten sind sozusagen ist die Sinne, die Funktion, die Berechenbarkeit im Sinne von einer mathematischen Funktion. Fangen wir vielleicht mal hiermit an. Ist vielleicht irgendwie leichter. Und zwar fangen wir mal an, wie wir Zahlen jetzt auf der Turing-Maschine darstellen. Wir verwenden da jetzt nicht Alphabet 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, sondern wir verwenden als Alphabet einfach einen Strich. Sozusagen eine. Sorry, muss ich mal ganz kurz, wie kann ich das jetzt machen? Anrufschutz. Kann ich jetzt nicht rangehen. Es klingelt gerade, ich kriege das jetzt auch nicht ab. Genau. Vergessen, Anrufschutz einzustellen, sorry. Jetzt ist es gleich weg. Sorry. Also Zahlen stellen wir in der Unär-Darstellung dar, das heißt einfach durch Striche. Ja, so als wenn würden wir Streichhölzchen legen. Ja, die Zahl 5 beispielsweise stellen wir durch 5 Striche dar. Das ist hier unten dargestellt. Also wenn wir jetzt im Prinzip eine Funktion von der, sage ich mal, von n hoch m nach n hoch n darstellen, also im Prinzip eine Funktion auf m Parametern operieren lassen wollen, die n Parameter als Ausgabe liefert, dann würden wir das wie folgt machen. Wir würden die Eingabe wie folgt schreiben. Wir sind in einem Startzustand S, haben dann M Eingabeparameter, also einfach I1 viele Striche bis IM viele Striche. Also beispielsweise, wenn wir eine Funktion, die auf zwei natürlichen Zahlen operiert, ja, dann würden wir hier im Prinzip zwei Folgen von Strichen haben. Ja? Die sind jeweils mit einem Blank getrennt. In dem Falle von M halt sind es halt entsprechend so viele. Ja? Und als Ergebnis würden wir dann halt N viele Strichfolgen bekommen. Ja? Und diese Strichfolgen steht immer für eine Zahl. Wenn wir beispielsweise eine Funktion haben wollen, die nur auf die einen Eingabeparameter hat, ja, dann haben wir halt da nur eine Strichfolge stehen. Das Ganze kann ich natürlich jetzt verallgemeinern, dass ich sage, ich mache das auch auf beliebigen Alphabeten. Ja, und das, dann sind wir hier oben im Prinzip, hier ist es sozusagen allgemein, abstrakt formuliert. Ja, ich habe irgendwie ein Eingabealphabet, ein Ausgabealphabet Sigma 0 genannt. Ja, und wenn ich da jetzt m verschiedene Parameter habe, ja, und kann n verschiedene Ausgangsparameter oder Ausgabeparameter liefern, ja, dann würde das entsprechen, dass ich eine Rechnung auf dieser Turing-Maschine durchführe, die sich halt m Eingabewörter nimmt. Ja, das ist sozusagen meine Startkonfiguration. Ich schreibe die einfach immer jeweils durch ein Blank getrennt, die Eingaben. Rechne, führe dann sozusagen die Turing-Maschine aus und liefere halt ein Ergebnis, wo die Ausgaben auch durch ein Blank getrennt sind. Ja, und wir sagen, eine Funktion ist Turing-Maschinen berechenbar oder einfach berechenbar. Ja, genau, wenn das gemacht wird, wir gehen von der Startkonfiguration aus,
gehen in eine Haltekonfiguration und das ist vielleicht so die Schreibweise, die man kennt. Wir haben eine Funktion f mit m Parametern, die liefert im Ergebnis n Ergebnisse. Ja, das ist sozusagen der Begriff der Berechenbarkeit. Und damit könnte man jetzt beispielsweise auch eine Turing-Maschine definieren und damit fängt es, glaube ich, an, oder gibt es auch Beispiele dazu, die jetzt, das machen wir gleich, ja, die beispielsweise, keine Ahnung, einfache arithmetische Operationen durchführt, die beispielsweise eine Addition durchführt. Ja, finden wir dann gleich irgendwie Beispiele im Text. Also das heißt, wir können jetzt nicht nur akzeptieren, sondern wir können auch wirklich Berechnungen durchführen. Genau. So, jetzt kommen zwei ganz wichtige Begriffe. Die werden uns den Rest des Semesters beschäftigen. Und ich finde sie eigentlich ganz einfach, weil sie von der Definition auch wirklich ganz einfach sind, weil sie da auch einen gewissen umgangssprachlichen Bezug haben. Nichtsdestotrotz tun sich die Studierenden immer ein bisschen schwer damit. Insofern will ich die nochmal ganz kurz erläutern. Und zwar, das sind die beiden Begrifflichkeiten Entscheidbarkeit und Akzeptanz. Akzeptanz hatte ich eigentlich gerade schon gesagt. Wann eine Turing-Maschine akzeptiert, eine Eingabe, wenn wir ihr die Eingabe geben, das Eingabewand schreiben, die Maschine rechnet einfach los. Ja, und wenn sie anhält, dann ist das schon ausreichend, damit sie akzeptiert. Ja? Akzeptanz heißt einfach anhalten. Wir sagen, genauso wie wir das bei den anderen Sprachklassen auch schon gemacht haben, eine Maschine akzeptiert eine ganze Sprache, wenn für jedes Wort dieser Sprache gilt, dass sie halt anhält und in dem Fall, wo das Wort nicht zu, also die Eingabe nicht zu der Sprache gehört, hält sie halt nicht an. Ja, und eine Maschine heißt, oder eine Sprache heißt akzeptierbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die die Sprache akzeptiert. So, das ist der Begriff der Akzeptanz. Im Prinzip genau das Gleiche, was wir bislang gemacht haben. Auch das haben wir bei den Sprachklassen L3 und L2 gehabt. Nur der Begriff der Akzeptanz definiert sich jetzt hier über das ledigliche Anhalten. Der zweite Begriff ist der Begriff der Entscheidbarkeit. Und zwar, da sage ich mal, das ist eigentlich wie im täglichen Leben. Ja, wir treffen eine Entscheidung oder wir stehen vor der Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Ja, Sie stehen vor dem Regal im Supermarkt und überlegen, ob Sie jetzt diese Flasche Wein kaufen oder nicht oder ob Sie diesen Käse kaufen oder eben nicht. Ja, und wenn Sie diese Entscheidung treffen, dann beantworten Sie die Frage mit Ja oder Nein. Denn irgendwann gehen Sie aus dem Supermarkt raus und haben entweder das Produkt mitgenommen oder eben nicht. Und genauso ist das hier. Eine Maschine entscheidet, wenn sie uns eine klar definierte Antwort liefert. Beim Begriff der Akzeptanz, das ist ja vielleicht so ein bisschen unschön, weil, wenn wir jetzt sagen, gehen wir nochmal gerade auf den Akzeptanzbegriff zurück, stellen wir uns jetzt mal die Situation vor, wir haben eine Eingabe und wir sagen, die Eingabe wird akzeptiert, wenn die Maschine anhält, dann ist das auf eine gewisse Art und Weise unbefriedigend. Weil, sagen wir so, wir haben jetzt 15.18 Uhr. Ja, ich starte jetzt meine Turing-Maschine. Und jetzt könnte ich ja sagen, wie lange soll ich denn warten, dass die Maschine sozusagen mir die Akzeptanz beantwortet? Die Bedingung ist ja, die Maschine muss lediglich anhalten. Und wenn ich jetzt warte, es wird 15.19 Uhr, 15.20 Uhr, die Maschine hat noch nicht angehalten. Wann kann ich die Aussage treffen, dass denn ein Wort nicht akzeptiert wird? Wie lange muss ich warten? Warte ich 2 Minuten? Warte ich 3 Minuten? Weil, wenn ich jetzt nach 2 Minuten, also sprich um 15.20 Uhr sage, nee, die ist bislang nicht fertig geworden, die wird wohl nicht mehr fertig werden, könnte es ja sein, dass sie 2 Minuten später fertig ist. Ich weiß es ja nicht. Also darum ist dieser Begriff der Akzeptanz so ein bisschen unschön. Ja, und das ist sozusagen genau der Unterschied hier zwischen Akzeptanz und Entscheidbarkeit. Die Entscheidbarkeit sagt mir ganz konkret, jawohl, das ist jetzt ein
positives oder negatives Ergebnis oder das Wort wird akzeptiert oder nicht, gehört zu meiner Sprache oder nicht. Ja, und das gucken wir uns nochmal ganz kurz hier an. Also die Maschine entscheidet eine Sprache, falls das folgende gilt. Wir nehmen ein Wort W, stecken das in die Maschine rein, führen dann unsere Rechnung durch und das Ergebnis ist auf jeden Fall der Haltezustand. Ja? Und zwar sowohl in dem Fall, dass das Wort zur Sprache L gehört oder auch in dem Fall, wo es nicht dazu gehört und liefert uns dann auf dem Eingabeband einen Hinweis darauf, ob wir denn jetzt dieses Wort zur Sprache zugehörig zählen oder eben nicht. Und das tut sie dadurch, dass sie, ich habe jetzt hier einfach gesagt, sie sollen ein Ja oder Nein schreiben oder Yes or No. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ob eine Maschine entscheidet, dann hält sie auf jeden Fall an. Was sagt hier das Hahn? Und sie liefert uns eine klare Aussage, jawohl, das Wort gehört jetzt zu der Sprache oder das Wort gehört nicht zur Sprache. Ja? Und wir sagen, eine Sprache heißt entscheidbar, falls es eine Turing-Maschine gibt, die die Sprache entscheidet. Wenn es eine solche Sprache nicht gibt, dann ist die Sprache unentscheidbar. Ja, und da hätte ich noch eine kleine Frage. Bitte. Bei dem Automaten von vorhin, wo wir darüber gesprochen hatten, da wurde das Wort ja akzeptiert, wenn man in den Haltezustand gegangen ist am Ende. Hier würde man jetzt ja laut der Definition in jedem Fall in den Haltezustand gehen und dann ein Ergebnis liefern. Ja oder nein, akzeptiert, nicht akzeptiert. Bei dem alten hieß Haltezustand ja gleich akzeptiert. Mhm. Da haben Sie aber auch gesagt, dass man ja in den Error laufen kann, dass man entweder links oder rechts aus dem Band rauslaufen würde. Das wäre dann ja ein klarer Fehlerfall und klar entscheidbar. Das heißt, das Einzige, was dann nicht funktioniert, ist, wenn man in der Endlosschleife läuft. Mhm. Und das ist dann nicht entscheidbar. Also die Maschine, die ich jetzt hier gerade hatte, die akzeptiert nur, die entscheidet nicht. Nämlich, weil wir genau hängen bleiben. Wir landen nicht in diesem Haltezustand. Ich könnte aber jetzt diese Maschine natürlich leicht umprogrammieren. Ich müsste vielleicht einen zusätzlichen Zustand dazu nehmen. Also was hatten wir eben als Fall identifiziert? Wenn wir beispielsweise hier hinten noch ein B übrig haben, ja, wenn ich das identifiziere, dann könnte ich das hier in diesem Block 4 beispielsweise aufnehmen und sagen, wenn ich in dem Zustand Q5 bin und ein B lese, dann sage ich, okay, ich erkenne, das Wort ist nicht korrekt, ja, und würde dann im Prinzip noch einen fünften Block einfügen, wo ich dann beispielsweise irgendwie ein Yes im Sinne von Ja auf das Band schreiben würde und dann auch anhalten würde. Das machen wir jetzt hier nicht. Ich müsste die ein bisschen umprogrammieren, aber könnte ich jetzt natürlich auf diese Art und Weise hier machen. Ja, also das ist jetzt wirklich eine Maschine, die akzeptiert nur, die entscheidet. Okay, das ja, war wichtig für den Zusammenhang. Genau. Ne, also das ist, das muss ich dann berücksichtigen. Aber wir werden feststellen, das wird uns nicht immer gelingen. Wir werden nicht alle Sprachen entscheiden können. Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis dieser Veranstaltung. Und da kann ich direkt Bezug zu Ihrer Lebensrealität nehmen, damit Sie das auch ein bisschen einordnen können. Das klassische Problem, was in der Informatik als nicht entscheidbar gekennzeichnet ist oder immer dargestellt wird, als eines von diesen Problemen, ist das sogenannte Halteproblem. Vielleicht haben Sie schon ein bisschen geblättert, dann finden Sie das. Ich glaube, das Thema Berechenbarkeit habe ich jetzt, ich habe das achte Kapitel jetzt freigeschaltet, das hatte ich vorher, glaube ich, noch nicht. Das finden Sie da. Das Halteproblem, was ist das? Das Halteproblem stellt die Frage, ob ein Programm anhält oder nicht. Ganz schlicht. Ja, das kennen Sie vielleicht aus dem ersten Semester, wenn Sie da irgendwie oder als Sie angefangen haben, so Ihre ersten Computerprogramme zu schreiben, dann wird es jedem von Ihnen schon mal passiert sein, dass Sie eine Endlosschleife programmiert haben. Das ist mir passiert, das wird Ihnen auch passiert sein. Ja? Und wenn ich dann davor sitze und ich starte mein Programm, dann weiß ich ja nicht sofort, ich habe aus Versehen eine Endlosschleife programmiert. Vielleicht dauert die Berechnung ja auch so lange, weiß ich ja nicht. Ja, dann warten Sie. Ja, und wann treffen Sie diese Entscheidung, dass da wohl irgendwas falsch ist? Wann sagen Sie ganz konkret, naja, diese Maschine, die wird wohl nie mehr anhalten? Das ist quasi das Halteproblem. Hält ein Softwareprojekt, ein Softwareprogramm an oder hält es halt nicht an? Wenn wir das einen Schritt weiter denken, dann sind wir sofort bei dem Thema Softwareverifikation. Softwareverifikation, also im Prinzip überprüfen, ob eine Software, die für einen bestimmten Zweck geschrieben ist, tut die auch tatsächlich das, was man von ihr verlangt. Also quasi
Überprüfen der Korrektheit einer geschriebenen Anwendung. Ja, das ist sozusagen das Halteproblem in erweiterter Form. Und das sind beides Probleme, die können wir nicht mit einem Rechner lösen. Wir können also nicht mit einem Rechner oder automatisiert feststellen, ob ein Programm denn jemals anhält oder nicht. In vielen einzelnen Fällen gelingt das vielleicht, aber in der Allgemeinheit kann man das nicht entscheiden. Und darum ist aus meiner Sicht dieses Thema Sorgfalt beim Programmieren so wichtig, weil Sie niemals eine Software schreiben können, die beispielsweise die von Ihnen geschriebene Software nimmt, als Eingabe, die überprüft und mir eine Antwort gibt, jawohl, Ihr Programm macht immer das Richtige oder hat eben nicht. Ja, das werden wir uns noch genauer angucken, aber das sozusagen schon mal im Vorgriff. Das heißt, das ist sozusagen schon die Grenze unserer Disziplin. Ein Beispiel, ja, das werden wir nicht entscheiden können. Darum ist dieses Thema sorgfältiges Programmieren für mich immer so wichtig, also Softwarequalität, dass man sich da wirklich Gedanken macht. Wir werden keine Software schreiben können, die das in aller Allgemeinheit beantworten kann. Ja, und das macht sich genau hier an dieser Stelle, ist das sozusagen der Knackpunkt und der Unterschied. Akzeptieren und entscheidbar. Ja, Entscheidung heißt, wir halten immer an und liefern eine konkrete Antwort, ja oder nein. Akzeptieren heißt, wir halten nur an. Genau. So, dann hier Kapitel 6.2, da war grafische Darstellung von Turing-Maschinen. Das ist ja doch ein bisschen lästig, hier das hier oben so zu beschreiben, wie wir es hier gemacht haben. Das heißt, hier gucken wir uns dann an, wie wir die grafisch beschreiben können. Und zwar gibt es da zwei Ansätze. Das eine ist als eine Art Flussdiagramm, das andere als Zustandsdiagramm, wie wir das eigentlich auch ähnlich bei den endlichen Automaten und bei den Pushdown-Automaten gemacht haben. Hier dann sozusagen die formale Spezifikation, sagen wir, oder Beschreibung, wie man die beschreiben kann. Dann gucken wir uns einfach mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier. Das ist jetzt ein Flussdiagramm. Was machen wir da? Müssen wir mal gucken. Die rechnet einfach eine Addition. Wir setzen L und R einfach dafür, dass wir den aktuellen Schreiblesekopf nach links oder rechts geben. Dann gucken wir uns im Prinzip an, das sind hier so Verzweigungen. Also das ist hier oben im Prinzip genau beschrieben, was die einzelnen Dinge machen. Ja, wir können eine Anweisungssequenz, indem wir einfach Maschinen hintereinander schreiben. Wir können eine bedingte Ausführung machen. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Zeichen unter dem Schreiblesekopf haben, und dann führen wir erst M1 aus. Und wenn der Schreiblesekopf dann auf X steht, dann können wir M2 ausführen. Wir können auch in unbedingte Ausführungen machen. Da steht ja nichts darüber. Ich glaube, gestern tauchte das auch irgendwie auf als Frage oder letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr. Können wir sowas wie Variablen machen bei den Übergangsfunktionen von Pushdown-Automaten? Genau, hier geht das. Da würden wir sowas machen. M1 wird ausgeführt. Dann gucken wir uns an, was steht denn auf dem Schreiblesekopf. Merken uns das hier in dieser Variable. Das ist ein kleines griechisches Sigma. Dann führen wir M2 aus und dann können wir dieses Sigma hinterher wieder nehmen und können das quasi als Variable verwenden und nehmen dann das Zeichen, was wir hier vorher gelesen haben. Ja. Also hier sozusagen die einzelnen Schritte, die man machen kann, können auch einen Vergleich, so eine bedingte Ausführung durchführen. Ja. M1 wird ausgeführt und wenn das aktuelle Zeichen ungleich dem Blank ist, dann führen wir M2 aus, können wir auch abkürzen hier so, das ist von Blank verschieden. Genau. Oder wir können auch mehrere Zeichen hier oben dran schreiben. Das würde beispielsweise bedeuten, M1 wird ausgeführt und wenn dann das A oder das B unter dem Schreiblesekopf steht, dann führen wir M2 aus. Sprungbefehle einfach durch Pfeile angeben. Genau. Ja, und dann hier das Beispiel für so eine Additionsmaschine. Das wäre jetzt auch ein Beispiel dafür, dass einfach wirklich eine numerische Funktion berechnet wird. Wir würden jetzt hier das als Eingabe bekommen, also zwei Strichfolgen, hier mal n und m quasi als Zahlen genommen. Ja, und das ist ja von der Addition relativ einfach. Wir müssen nämlich einfach dieses mittlere Blank überschreiben, ja, und ein Zeichen hiervon oder ein Zeichen von dem zweiten Teil quasi wegnehmen. Ja, das heißt, der Haltezustand wäre dann
das hier eine Strichfolge N plus M. Ja, und das ist sozusagen die passende Maschine dazu. Wenn das unsere Startkonfiguration hier ist, das, was jetzt gerade gehighlightet ist, dann gehen wir einen Schritt nach links. Wenn wir da einen Strich lesen, dann gehen wir nach links, solange wir einen Strich lesen. Ja, das heißt, dann sind wir irgendwann hier angekommen. Das meint diese Schleife hier. Wenn wir dann blank lesen, dann machen wir einen Strich, laufen wieder nach rechts, das heißt, das haben wir überschrieben, laufen nach rechts, solange wir einen Strich lesen, das heißt, alle Striche, die hier stehen, überlesen wir. Und wenn wir dann wieder auf den Blank treffen, dann laufen wir ein, quasi auf den letzten Strich nach links, überschreiben den mit einem Blank und halten einfach an. Ja, so kann man relativ einfach quasi Programme zeichnen in dieser Notation. Die meisten Beispiele habe ich auf diese Art und Weise beschrieben. Ja, das gucken Sie sich bitte einfach mal an. Genau, ist dann, glaube ich, ganz... Oder hier so ein paar Standardmaschinen, die man dann auch später verwenden kann. Also wir können sowas direkt wie Unterprogrammaufrufe, wie Sie das aus der Programmierung kennen, können Sie verwenden. Das ist beispielsweise eine Maschine, die R und Blank ist die Maschine, das erste Blank rechts von der aktuellen Kopfposition findet. Ja, also solange wir ein Zeichen ungleich Blank lesen, laufen wir in der Schleife nach rechts. Habe ich jetzt so abgekürzt. Und das werden wir dann später auch verwenden können. Ja, also beispielsweise, wenn Sie hier sowas haben wie R, da könnten wir jetzt auch R unten Blank oder R unten ungleich Blank hinschreiben, würde im Prinzip das Gleiche machen. Ja, das wäre, könnten auch ersetzen durch diese Maschine hier, genau. Genau, ja, so sind wir dann, oder hier beispielsweise eine Maschine zum Kopieren der Eingabe, ja, die sozusagen das als Eingabe hat und die einfach die Eingabe nimmt und dann nochmal ein zweites Mal aufs Band schreibt, ja, ist hier irgendwie dargestellt, ist hier beschrieben, wie das funktioniert, liest quasi immer zeichenweise, ja, weil wir können nicht mehrere Zeichen auf einmal lesen, wir können immer nur einzelne Zeichen dem Schreiblesekopf entnehmen, darum ist das jetzt vielleicht hier so ein bisschen lästig, ja, und müssen uns da sozusagen unsere Mächtigkeit der Programmierung quasi erst erschließen. Ja, man könnte dann später vielleicht so eine Copy-Maschine als Unterprogramm verwenden. Ja, aber hier ist das sozusagen elementar aufgeführt, wie jetzt so eine Kopiermaschine funktioniert in dieser Notation. Genau. So, dann Zustandsdiagramme. Das ist ähnlich, wie wir das auch bei den endlichen Automaten haben. Da haben wir auch wieder Zustände. Ich habe jetzt hier auch den Haltezustand einfach auch mal wieder mit einem Doppelkreis gekennzeichnet. Hier die Addition zweier Zahlen jetzt mal als Zustandsdiagramm aufgeführt oder auch die Turing-Maschine für die Sprache LAB. Und da muss man sich irgendwie angucken, die Kantenübergänge. Und da ist es sozusagen die Übergangsfunktion. Das erste Zeichen ist das, was gelesen wird. Und das zweite Symbol kennzeichnet quasi die Funktion, die gemacht wird. Ob wir nach links gehen, ob wir nach rechts gehen, ob wir ein Zeichen schreiben. Ja, also hier beispielsweise von Q0 nach Q1 würden wir beim Lesen des Blanks einen Schritt nach links machen. Hier würden wir beim Lesen des Blanks, des Striches auch nach links gehen. Das würden wir hier in der Schleife machen. Und wenn wir dann auf einen Blank treffen, dann überschreiben wir den mit dem Strich. Hier laufen wir nach rechts und genau. Ja. Die meisten Programme sind als Flussdiagramm dargestellt. Wenn Sie die Wahl haben oder wenn Sie ein Programm schreiben sollen, ja, dann, wenn es nicht anders, wenn es nicht konkret spezifiziert ist, machen Sie das als Flussdiagramm oder machen Sie das als Zustandsdiagramm, dann haben Sie da die freie Wahl. Hier einfach ein paar Beispiele, da gehen Sie einfach mal durch, um das zu verstehen. Das machen Sie dann vielleicht anhand der Aufgaben, die Sie erstellen sollen. Da gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Hier sind die einzelnen Maschinen alle beschrieben. Multiplikation, was haben wir hier oben? Eine Subtraktion wird hier ausgeführt. Multiplikation wird durchgeführt. Eine Zweierpotenz wird berechnet. Genau. Oder hier die Sprache der Wortwiederholung wird erkannt als jetzt als Zustandsdiagramm und, und. Ja, oder die Sprache A hoch I, B hoch J, C hoch K mit einer gewissen Abhängigkeit zwischen I, J, K, ja, ist irgendwie hier dargestellt. So, alles Standard-Turing-Maschine. Ein Eingabeband,
das halbseitig beschreibbar ist. Wichtig ist da erstmal der Begriff oder die Unterscheidung zwischen Entscheidbarkeit und Akzeptanz. Ja, das mit sollten Sie sich wirklich vertraut machen. Das ist ganz wichtig. So, dann gehen wir auch direkt über. Erstmal kurz pausieren. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ich trinke mal einen Schluck. Gut, wenn es da erstmal keine Fragen gibt, die tauchen dann ja auf, dann können wir uns da nächste Woche, beziehungsweise vermutlich sind sie nächste Woche noch mit der Sorge um die dann am 21. anstehende Zwischenprüfung beschäftigt. Aber spätestens im Januar können wir uns dann ja dazu noch auf jeden Fall gezielt austauschen. Ich führe aber direkt ein auch die Varianten von Turing-Maschinen. Dazu hatte ich eben schon ein bisschen was gesagt, diese modifizierte Übergangsfunktion, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Also hier wird nur dargestellt, die sind identisch zu dem, also sozusagen das Modell, was bei Hopcroft-Allman gemacht wird, ist identisch zu dem, was wir hier machen, ist von der Notation halt ein klein bisschen unterschiedlich, aber man kann die halt ineinander überführen. Das ist hier in diesem Satz dargestellt und hier auch bewiesen. So, dann gibt es ein paar Ergänzungen, Erweiterungen der Turing-Maschine und die erläutere ich ganz kurz. Die erste Erweiterung ist, dass wir das Ein-Ausgabeband, das war ja jetzt halbseitig beschränkt, das heißt hier nach links hin hat man Ende. Das heben wir jetzt auf und sagen, das Ein-Ausgabeband ist nach rechts unbeschränkt, es ist auch nach links unbeschränkt. Man muss nicht viel ändern. Es gibt halt nicht mehr die Möglichkeit, an dieser Stelle sich aufzuhängen, ja, dass wir sozusagen am linken Bandende sind und dann sozusagen wieder nach links gehen wollen. Das geht jetzt nicht. Das sieht erstmal so mächtiger aus, aber, und hier wird dann jetzt erstmal beschrieben, genauso, was ist eine Konfiguration, wie sieht eine Nachfolgekonfiguration aus, und dann hier der Satz, der da aussagt, zu jeder Turing-Maschine M mit zweiseitig unbeschränktem Band, die eine Funktion F berechnet oder eine Sprache L akzeptiert, existiert auch eine Standard-Turing-Maschine M, die ebenfalls F berechnet und L akzeptiert. Das Ganze wird für die anderen Erweiterungen der Turing-Maschinen auch gelten und die Beweise sind alle relativ technisch. Ja, wichtig ist aber, dass Ihnen das bewusst ist, alles, was ich mit einer, ich habe die ja ZWTM genannt, also zweiseitig unbeschränkte Turing-Maschine, dafür kann ich auch eine Standard-Turing-Maschine machen. Die Idee, muss ich mal gucken, ob ich das hier als Grafik auch habe, genau. Die Idee des Beweises, nur ganz kurz, das mache ich mal an dieser Grafik hier, wird dahingehend sein, dass wir sagen, wir haben die Eingabe, ja, die ist ja endlich, das ist immer bei allen Turing-Maschinen der Fall. Die Eingabe ist endlich das, was auf dem Eingabeband steht. Ja, das geht hier von diesem A bis zu diesem B, dann habe ich halt begrenzend nach links beliebig viele Blanks und nach rechts beliebig viele Blanks. Und was man dann macht, das ist das, was hier sozusagen in diesem Beweisformal beschrieben wird. Stellen Sie sich das als einen Papierstreifen vor, den Sie hier quasi einmal falten, umknicken und dann quasi diese beiden, der Teil, der hier steht und der Teil, der hier steht, dass man die nebeneinander legt. Das ist hier sozusagen dargestellt. Hier lege ich jetzt sozusagen das, was hier steht, da stehen ja nur Blanks, lege ich jetzt als Spur 1 hier oben drüber. Spur 2 beinhaltet jetzt das, was hier steht. Ja? Beide Spuren gehen quasi hier beliebig weiter. Ja? Da haben wir hier sozusagen den Teil unseres ursprünglichen Eingabebandes, der jetzt hier auch beschränkt ist. Ja? Nach links geht es nicht weiter. Und was man, um das abzubilden, führt man jetzt im Prinzip dieses Konzept der Spuren ein. Ja? Das ist eine Spur, das ist eine Spur. Und das Alphabet muss man ein bisschen ergänzen. Das Alphabet, und auch das ist hier oben formal beschrieben, das Alphabet wird jetzt dahingehend ergänzt, dass wir nicht nur einzelne Zeichen haben, sondern dass wir im Prinzip zwei Symbole als ein Zeichen betrachten. Ja, wir betrachten das jetzt als ein Eingabeband oder ein Ausgabeband, was aber aus zwei Spuren besteht. Ja, und das ist sozusagen die erste Zelle, das ist die zweite Zelle, das hier ist die dritte Zelle. Ja, und der Eintrag dieser Zelle beispielsweise lautet Blank B.
Ja, oder auf der Spur 1 steht das Blank, auf der Spur 2 steht das B. Man sieht dann hier unten beispielsweise so aus, das kann ich nicht highlighten, ja, dass wir hier diese beiden Rauten übereinander stehen haben. Das wäre beispielsweise der Eintrag hier oder könnte der Eintrag sein oder zumindest auch der hier hinten, wo wir zwei Rauten übereinander haben. Ne? Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das Alphabet sind jetzt nicht nur die einzelnen Zeichen, sondern wir haben sozusagen Hier ist der L-Schnitter. Entschuldigung, die Uhr springt manchmal an. Versucht mir dann irgendeinen guten Rat zu geben. Genau, das Alphabet besteht dann sozusagen aus zwei Einträgen, so zwei Tupeln aus jeweils den Symbolen aus diesen Spuren. Ja, und hier oben ist dann formal dargestellt, dass ich alles das, was ich auf dieser Maschine in beide Richtungen unbeschränkt machen kann, dass ich das auch hier machen kann. Ich muss mir den Sonderfall überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich hier bin auf der Spur 2 und dann nach links laufe, dann muss ich quasi irgendwie so den Wechsel hier oben vollziehen, hier oben weitermachen. Und genauso umgekehrt, wenn ich von hier komme, ja, dann muss ich wieder irgendwie hier runterlaufen. Das ist hier im Prinzip beschrieben. Und hier ja, ist sehr technisch. Gucken Sie vielleicht einfach mal drauf. Ich werde da aber, um Sie vielleicht auch zu beruhigen, ich werde da maximal nach der Idee fragen. Ne? Ich werde jetzt nicht nach Details fragen, wie funktioniert denn da jetzt im Detail dieser und jener Schritt in diesem Beweis. Ja, aber die Idee des Beweises, die sollten Sie in etwa verstanden. Die zweite Erweiterung ist, dass wir jetzt neben dem ein Ausgabeband im Prinzip eine beliebige, aber natürlich endliche Anzahl von weiteren Bändern zulassen. Ja, und ich habe das jetzt hier als Halbbänder bezeichnet. Ja, und zwar, wir sagen, eine Turing-Maschine mit K-Halbbändern kann man sich jetzt so vorstellen, wir haben in diesem Fall K-Bänder mit auch K voneinander unabhängig agierenden Schreibleseköpfen. Ja, das heißt, eben hatten wir hier die Situation, wir lesen im Prinzip hier sozusagen immer beide Inhalte quasi gleichzeitig, müssen wir irgendwie berücksichtigen. Ja, wir haben einen Schreiblesekopf. Der ist gar nicht gut dargestellt, den hätte ich mal hier oben darstellen müssen. Lass mich ganz kurz überlegen. Ja, da habe ich beides. Ich lese im Prinzip immer das Ganze. Gedanklich befinde ich mich natürlich auf einer Spur hier. Ja, aber hier habe ich wirklich voneinander unabhängig agierende Schreibleseköpfe. Ja, also hier, wie in der Situation angedeutet, ja, auf dem ersten Band oder Halbband bin ich hier, auf dem zweiten Halbband bin ich hier und ich muss entsprechend meine Übergangsfunktion natürlich dahingehend erweitern, dass ich sage, ich bin in einem bestimmten Zustand und habe halt jetzt K-Eingaben, die ich halt berücksichtigen muss. Entsprechend ist die Übergangsfunktion halt hier definiert. K Kreuz Sigma 1 bis Sigma K. Das sind sozusagen die Inhalte der K-Bänder oder Halbbänder. Ich gehe wieder in den neuen Zustand über und auf jedem dieser einzelnen Halbbänder kann ich unabhängig voneinander agieren. Das heißt, da können wir ein Zeichen schreiben oder wir können nach rechts oder links gehen. Das sieht ja erstmal viel, viel mächtiger aus. Ja, entsprechend muss man natürlich die Begriffe wie berechenbar, entscheidbar und so weiter muss man übertragen. Auch das müssen wir in die grafische Form übertragen. Das mache ich, indem ich da oben so einen kleinen Index immer dran schreibe, auf welches Band wir uns denn da beziehen. Hier oder hier beispielsweise, ja, das würde heißen, wir gehen auf dem Band I einen Schritt nach links oder auf dem Band I einen Schritt nach rechts oder wir schreiben auf dem I ein Band ein A. Da finden Sie auch hier irgendwie Beispiele. Ja, hier beispielsweise, hier führen wir es auf dem ersten Band aus. An dieser Stelle hier was auf dem zweiten Band. Hier wieder auf dem ersten Band lesen wir, hier machen wir es auf dem zweiten Band und so weiter. Die Bänder werden sozusagen in dieser textuellen Notation hier so dargestellt, die werden nacheinander aufgeführt, mit einem Komma getrennt. Genau. Und dann aber auch wieder die Aussage, dass das, was wir mit einer K-Band-Turing-Maschine machen können, dass wir das auch schon mit einer Standard-Turing-Maschine machen können.
Sieht jetzt erstmal überraschend aus. Und hier ist das auch entsprechend dargestellt als Beweis. Ja, das wird relativ länglich und auch sehr technisch. Das kostet natürlich Aufwand. Das ist ja auch irgendwie beschrieben, wie aufwendig das Ganze wird. Und die Idee ist dabei, dass wir dieses Spurkonzept, was wir da eben hatten, auch jetzt übernehmen. Und zwar, jetzt wird es im Prinzip schnell unüberschaubar, weil wenn wir jetzt K-Bänder haben, dann brauchen wir mehrere Informationen. Wir müssen uns einmal den Inhalt merken. Wir müssen uns aber auch merken, an welcher Stelle ist denn dieser Schreiblesekopf gerade. Genauso müssen wir uns das für das zweite Band merken oder für das dritte Band oder das Karteband. Und was man macht, ist, dass man auch dieses Spurkonzept einführt und jedes Band, was man hier hat, wird durch zwei Spuren ersetzt. Und zwar das eine Band beinhaltet den Inhalt, ja, das ist hier Band 1, und auf der zweiten Spur merken wir uns quasi die aktuelle Kopfposition. Hier jetzt einfach mit zum Pfeil dargestellt. Ja, die Spur 3 ist wiederum der Inhalt des zweiten Bandes. Spur 4 ist die Kopfposition des zweiten Bandes. Und so weiter und so fort. Ja, auf Spur 2K-1 der Inhalt der Spur, des Bandes K und auf der Spur 2K wiederum die Kopfposition. Ja, und das, was wir eben mit zwei Spuren gemacht haben, das machen wir jetzt mit 2K-Spuren. Das ist natürlich, wenn man es jetzt wirklich alles formal aufschreiben würde, fürchterlich technisch und auch sehr schnell undurchschaubar. Ja, aber es geht. Und das ist hier sozusagen, hier ist das im Prinzip formal nachgewiesen, dass das im Prinzip funktioniert in kurzer, kompakter Form. Mehr die Idee beschrieben. Und auch diese Idee sollten Sie zumindest irgendwie verstanden haben, wie da diese Simulation läuft. Das ist jetzt sozusagen ein Band einer Standard-Turing-Maschine, die sich jetzt im Prinzip, wo das Zeichen innerhalb der Zelle quasi aus einer ganzen Spalte hier besteht. Ja, sozusagen, nehmen wir mal das Ding hier. Ja, da haben wir quasi als erstes Spur, als erste Komponente dieser Zelle das B, dann diesen Pfeil als Marker für die Position, die 2, der Marker für die Position und so weiter. Ja. Das heißt quasi der einzelne Eintrag auf dieser Standard-Turing-Maschine besteht aus 2K einzelnen Komponenten. Und wie gesagt, wir können diese K-Bahn-Turing-Maschine mit einer Standard-Turing-Maschine simulieren. Die dritte Erweiterung, die wir machen, ist der Begriff der nicht-deterministischen Turing-Maschine. Da ist es so, dass wir im Prinzip das genauso übertragen von den deterministischen endlichen Automaten. Und da hier müssen wir ein bisschen Feinschliff anlegen bei den Begriffen von Halten, Hängen und Akzeptieren. Und zwar ist es so, wir hatten bei den deterministischen endlichen Automaten die Situation gehabt, dass wir, wenn wir uns das als Graph vorstellen, einen Weg finden müssen. In einer konkreten Ausführung einer Rechnung werden wir nicht immer bei dem finalen Zustand ankommen, auch wenn wir es eigentlich könnten. Ja, aber es muss einmal die Möglichkeit geben, in einem Finalzustand anzukommen. Und das ist hier ähnlich. Ja? Wir sagen, dass die nicht-deterministische Turing-Maschine bei Eingabe W anhält, falls es unter den möglichen Rechnungen, die M wählen kann, eine gibt, sodass M eine Haltekonfiguration erreicht. Ja, das ist im übertragenen Sinne genau die Begrifflichkeit, die wir auch bei den deterministischen endlichen Automaten haben. Ja? Hängen können wir so übernehmen, wenn es keine Nachfolgekonfiguration gibt. Also es muss nicht bei einer konkreten Rechnung immer der Haltezustand erreicht werden, es muss nur die Möglichkeit bestehen. Ja, also es ist eigentlich genauso wie bei deterministischen endlichen Automaten. Hier wieder ein paar Beispiele. Und das bringt uns jetzt gleich relativ schnell viel Mächtigkeit. Ja,
Wenn wir uns beispielsweise sowas angucken, wie die Sprache L aller Nicht-Primzahlen, die können wir jetzt relativ schnell mit einer nicht-deterministischen Maschine realisieren. Wir sagen nämlich einfach, wir raten zwei Zahlen, das mache ich mit Guess. Ja, Guess ist eine indeterminierte Turing-Maschine, die eine Zahl n größer 2 rät. Dann multiplizieren wir die, vergleichen das Ergebnis mit der Eingabe. Ja, und wenn wir zufällig die richtigen geraten haben, dann akzeptieren wir. Das wird in 99,7% der Fälle nicht funktionieren. Aber es besteht die Möglichkeit. Ja, das heißt, das ist ein auf einmal ganz mächtiges Modell dieses Nichtdeterminismus an dieser Stelle. So, das müssen Sie erstmal ganz doll sacken lassen. Da wird es auch noch eine Aufgabe zu geben, aber das ist auf einmal ein ganz mächtiges Werkzeug, sozusagen diese Einführung der nichtdeterministischen Turing-Maschinen. Ja, und auch hier, und das ist jetzt, ob es überraschend ist oder nicht, haben wir eine ähnliche Aussage, wie wir sie vorher bei den anderen Erweiterungen auch gehabt haben. Jede Sprache, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine akzeptiert wird, wird auch von einer Standard-Turing-Maschine akzeptiert. Oder anders ausgedrückt, wir können eine Standard-Turing-Maschine konstruieren, die genau so arbeitet. Ja? Und das ist aus meiner Sicht ein ganz interessanter Beweis, den sollten Sie sich auch mal angucken. Dann gehe ich mal auf diese Grafik hier ein. Und zwar, wenn ich jetzt den Begriff des Nichtdeterminismus habe, dann haben wir ja sozusagen nicht eine eindeutige Nachfolgekonfiguration an jeder Stelle, sondern wir haben mehrere mögliche Nachfolgekonfigurationen. Ja, und wenn man sich das jetzt mal irgendwie aufzeichnen würde und das Ganze als Baum aufzeichnet, dann kann man sich das quasi als einen möglichen Konfigurationsbaum aufmalen. Das ist unsere Startkonfiguration und nach dem Start haben wir beispielsweise R Möglichkeiten, den Nachfolgekonfiguration, in die Nachfolgekonfiguration zu gehen. Ja, das heißt, es gibt R mögliche Nachfolgekonfigurationen. Und wenn ich da einen gewählt habe, gilt da genau das Gleiche nochmal. Das heißt, es spannt sich im Prinzip so ein Rechnungsbaum auf. So, und der Beweis funktioniert hier so, dass wir diesen Baum jetzt eigentlich systematisch durchlaufen, um zu identifizieren, ob denn in diesem Baum eine alte Konfiguration vorliegt. Weil das wäre ja für den Begriff der Akzeptanz schon ausreichend. Akzeptieren heißt, wir erreichen die alte Konfiguration. Das heißt, ich muss diesen Konfigurationsbaum untersuchen, ob der denn eine alte Konfiguration enthält. So, und da gucken wir jetzt nochmal wieder ein Semester zurück, um das zu machen. Haben wir im letzten Semester, zumindest diejenigen, die Algorithmen und Datenstrukturen gehört haben, haben wir systematisch Bäume durchsucht. Da haben wir im Prinzip so zwei klassische Wege kennengelernt. Das eine war die Tiefensuche, das andere war die Breitensuche. So, und was Sie hier machen, Sie führen jetzt im Prinzip eine Breitensuche in diesem Baum durch. Das Ganze wird quasi mithilfe einer Standard-Turing-Maschine simuliert. Das ist, wenn Sie es aufschreiben würden, fürchterlich technisch. Ja, aber prinzipiell wird das gehen. Das heißt, wir werden sozusagen die einzelnen Rechnungen, das macht dann diese Standard-Turing-Maschine, die simuliert sozusagen immer die Rechnungsschritte und guckt, ob denn die Haltekonfiguration erreicht wird. Wenn die der ersten Ebene nicht erreicht wurden, also die keine Haltekonfiguration erreicht wurde, geht man in die nächste Ebene. Und so weiter und so fort. Und irgendwann, so Gott denn will, erreichen wir die Haltekonfiguration. Und dann können wir sagen, jawohl, die Eingabe kann akzeptiert werden, weil es besteht ja die Möglichkeit, die alte Konfiguration zu erreichen. Was wir nicht machen dürfen, wir dürfen keine Tiefensuche durchführen. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, wir simulieren jetzt mal so diese Rechnung hier entlang dieses Weges. Weil es könnte ja sein, dass das eine Rechnung ist, die nicht anhält. Ja, und wenn das der Fall ist, dann erreichen wir diese alte Konfiguration nicht, die vielleicht gerade hier erreicht werden würde. Ja, das heißt, Tiefensuche ist hier verboten, sondern eine ganz systematische Breitensuche. Das ist in diesem Beweis beschrieben, auch wie aufwendig das Ganze ist, ist eigentlich ganz interessant. Ja, ist auch fürchterlich technisch, sehen, dass der Beweis geht alleine über 2 oder 2,5 Seiten. Es ist aber vom Gedankengang her, glaube ich, gar nicht, ja, vielleicht sage ich das auch, weil ich das jetzt schon ein paar Mal versucht habe zu erläutern, über mehrere Semester hinweg.
Ja, aber dieses Bild macht es aus meiner Sicht eigentlich ganz gut deutlich. Ja? Ich möchte halt gucken, gibt es eine Haltekonfiguration oder eben nicht. So, die Zeit ist fast um. Ich habe jetzt echt viel erzählt. Ich gehe nochmal hier sozusagen links auf diese Sichtweise hier. Das kann ich gar nicht größer machen. Nee. Ja, also, wir haben die Standard-Turing-Maschine eingeführt. Wir haben dann ja, ein paar Beispiele, gehen Sie vielleicht einfach mal durch. Diese grafische Darstellung, da sollten Sie sich mit vertraut machen. Das ist aber alles kein Hexenwerk. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen mühselig. Es wird dann relativ schnell mit diesen Standard, mit diesen Erweiterungen, kann man relativ schnell mächtige Programme schreiben. Sehen Sie relativ schnell beispielsweise an so einem einfachen, Programm zum Kopieren der Eingabe oder auch die Addition von Zahlen und sowas oder Multiplikation ist noch ein besseres Beispiel, ist sehr viel einfacher mit einer Zweiband-Turing-Maschine als mit einer Einband-Turing-Maschine. Und hier stecken schon so ein paar Gedanken drin, wie man halt die überführt, diese Erweiterungen oder Varianten von Turing-Maschinen auf die Standard-Turing-Maschine. Das ist das, was sozusagen, was ich als nächstes angucke. Ja. So, jetzt halte ich mal inne und warte mal auf Ihre Fragen. Vielleicht stoppe ich auch einmal die Aufzeichnung.